Hallo, grüß dich. Ich bin der Armin vom Silberwald. Hallo Armin, grüß dich. Ich bin Carola. Und wir würden gerne, Carola, da erfahren, was ihr da alles verkauft. Gerne. Aber was mir schnell ins Auge sticht, ist, sind diese Hörner. Diese Hörner, ja. Also diese Hörner sind vom Bartusirind, das sind Signalhörner. Ja. Die hat man genommen, um zum Beispiel, wenn man in Kampf zieht, das Signal zum Angriff zu geben. Das Bartusirind ist ein afrikanisches Rind, kriegt Hörner bis zu 2 Meter lang. Das Rind an sich ist im Verhältnis dazu recht klein. Mhm. Und wenn du magst, jetzt gerne mal uns ausprobieren. Darf ich es angreifen? Ja, natürlich. Ja. Gerne mal probieren zum Blasen. Also damit macht man auch Musik? Ja, natürlich auch. Ja, wenn man es kann. So, wenn man es kann. Ich greife sowas immer mit Ehrfurcht an. Ja. Weil jetzt Musikinstrument ist für mich was Heiliges. Ja. Und diese Hörner hat man Signalhorn, hast du gesagt. Gell? Ja. Man hat es auch, um, wenn man den Kampf zieht vielleicht. Oder? Ja, natürlich hat man es auch verwendet. Ja, und für rituelle Zwecke? Ja, natürlich auch. Aha. Für rituelle Zwecke, da wecken sie mir die Seele auf. Ja. Was würde das bedeuten? Wenn man rituell ins Horn stößt, ja. Ich denke mal als Anrufung, oder? Als Anrufung. Anrufung der Natur, Anrufung der Naturgottheit oder so. Ja, genau, so in die Richtung. Hochinteressant. Ja. Probiere mal, oder? Ja, bitte gern. Aber nicht lachen, gell? Nein, ich lache nicht. Ich denke, du kannst es. Das macht man besser, gell? Probier's nochmal. Jetzt passt. Das hat passt. Das passt jetzt am Schluss. Sehr gut. Also, da werden wir in unseren Wald die Götter anrufen, damit die einen mentalen Stream schicken. Ja. Dann weißt du, euer Steinhorn wird geblasen. Sehr schön. Aber das geht nur, wenn der Darm leer ist. Braucht er vorher einen Einlauf. Oh, oh, oh. Und wer macht den? Ich. Jetzt den machen Sie. Oh. Na, wieso? Oh.
gerade. Hey, wie ist es gescheit haben? Eben. Ja, wir für einen Monat drauf dann reservieren, gell? Ja, zwei Monate sogar. Oh. Stehst du mal? Hoffen wir es vergessen sie nicht. Eben. Nicht, dass wir da tot sind und Kinder nichts tun. Ja. Stehen wir da nach Gitter vor. Ja, da hätten sie was zum Schanden. Ja, Scheiße! Ja, geh einer auf! Geh einer auf! Es geht doch nicht einer auf! Da verreckst du! Sauf! Hey! Ja. Schreib doch mal diese rote Handtasche bitte hier! Okay. Yes, sir.